Hallöchen, ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu meiner Buchvorstellung von meinem ersten, allerersten Strickanleitungsbuch. Bisher kanntet ihr mich ja eher von meinen Häkelanleitungen und auch die ganzen Bücher dazu. Insgesamt habe ich schon, ich glaube, 13 oder 14 Bücher mit Häkelanleitungen veröffentlicht und jetzt zum allerersten Mal ein Anleitungsbuch mit ganz, ganz vielen Strickanleitungen. Und hier in diesem Video möchte ich euch die einzelnen Anleitungen, die Modelle mal vorstellen, die es in diesem Buch zu finden gibt. Ab jetzt ist dieses Buch bereits überall im stationären Buchhandel erhältlich, aber auch im Online-Buchhandel sowie auch in meinem Online-Shop. Und mein Kater im Hintergrund bestätigt das auch nochmal. Ja, dann lasst uns mal auf die Reise gehen. Und zwar in der Inhaltsangabe sind alle Anleitungen dann auch nochmal aufgelistet und ich habe auch nochmal so eine Einleitung gemacht, wo die ganzen Maschenarten beschrieben sind mit einzelnen Tipps und Tricks auch nochmal, was man vielleicht noch zusätzlich benötigen könnte. Und das ist der Pulli Sansibar, der in diesem Anleitungsbuch zu finden ist als schriftliche Anleitung. Und auch nochmal hier, wo ihr eure Maße eintragen könnt, um die ganzen Maschenzahlen zu berechnen. Und damit ihr euch das gut merken könnt, könnt ihr euch das hier dann auch eintragen in das Buch. Und dann habe ich hier die Stulpen Mathilda mit drin. Dann das Tuch Spaziergang, das ist hier als schriftliche Anleitung mit enthalten. Das T-Shirt Traumfänger ist mit dabei. Unten mit so einer Lace-Muster-Bordüre und oben auch mit so einem kleinen Lochmuster gestrickt. Und auch hier könnt ihr dann auch nochmal, habt ihr auch nochmal die Möglichkeit, dann eure Maßen und eure Maschenanzahl einzutragen. Und dann habe ich hier einen Schal gestrickt, der Schal Stella mit einem Zopfmuster. Und ein Loop findet ihr auch in dem Buch, Loop Frühlingserwachen, aus einem Bobbel gestrickt. Dann habe ich hier die Beinstulpen Tiffy, die mit dabei sind. Und natürlich auch der Seelenwärme Honeymoon, der nicht fehlen darf in der guten Stricksammlung. Dann habe ich hier, einige von euch haben mich nach der schriftlichen Anleitung bereits gefragt, von der Mütze Slicey und Nicey, die ist hier mit drin. Und dann habe ich hier noch so einen kleinen Workshop, so einen Foto-Workshop mit beigefügt zum Brioche-Stricken, wie das Ganze denn funktioniert. Dann habe ich hier noch den RVO-Pullover Sissy mit dabei. Und auch hier habe ich ein paar Schritt-für-Schritt-Fotos mit beigefügt, wie man sich das Ganze dann erarbeitet. Und das waren alle Anleitungen, die es in diesem Buch zu finden gibt. Und ich hoffe, diese kleine Vorschau hat euch so ein bisschen Appetit gemacht auf das Buch. Und wie gesagt, das gibt es jetzt überall im stationären Buchhandel, kann man sich bereits vorbestellen oder bestellen. Im Online-Buchhandel sowieso und bei mir im Online-Shop auf romifischer.de ist dieses Buch dann auch erhältlich. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns zum nächsten Video wiedersehen, dann mit Sicherheit wieder mit einer Anleitung. Und da wünsche ich euch ganz viel Spaß bei. Bis zum nächsten Mal, eure Romy. Tschüss!